Die Grenze zwischen Tänzer und Zuschauer ist zusehends im Begriff aufzubrechen. Der Tanz verlässt mehr und mehr den Rapunzelturm und findet seinen Platz mitten in der Gemeinschaft. Seit den späten 1970er Jahren hat das Kind einen Namen bekommen. Es heißt Community Dance. Und sein Vater ist der britische Choreograf und Tänzer Royston Muldoon, der auch Vorbild für viele Tanzpädagogen ist. Er weiß, was Tanz alles zu vollbringen vermag. Die beste Möglichkeit, Integration, Selbstvertrauen, Konzentration, eigenes Körpergefühl, räumliches Denken und vieles mehr zu erreichen, also all das, worauf Pädagogen besonderen Wert legen, ist Tanz. Denn er ist ganzheitlich, physisch, sozial, emotional und kognitiv. Dabei gehen wir Tänzer in der Kunst keine Kompromisse ein. Wichtig beim Tanz mit Laien ist, dass dieser nicht zur bloßen Bewegung verkommt, sondern dass in jedem Moment die Emotionen über den Körper ihren Ausdruck finden. Ob alt oder jung, ob Migrant oder Einheimischer, ob ungelenk oder sportlich, beim Community Dance spielt all das keine Rolle. Was allerdings eine Rolle spielt, ist die Disziplin, die die professionellen Tanzkünstler einfordern und die für die Arbeit so unerlässlich ist. Das stößt bei den Teilnehmern erst einmal auf Unverständnis, so Muldoon. It's something that you hear all the time when it's connected to dance. And you never hear it when it's connected to mathematics or to German history. Das ist ständig, wenn es ums Tanzen geht. Der Gedanke an Spaß kommt nicht auf, wenn es um Mathematik oder Geschichte geht. Tatsächlich ist Tanz aber sehr anstrengend und erfordert viel Disziplin. Natürlich kann man auch das Tanzen als spaßige Aktivität betreiben, genauso wie jedes andere Fach. Um aber kreativ zu sein, braucht man die nötige Disziplin und Hingabe. Und es kann sehr schmerzhaft und anstrengend sein, den Körper in ungewohnter Weise zu bewegen. Was die jungen Leute oft suchen, ist simpler Zeitvertreib und Ablenkung. Sie wollen Unterhaltung. Es soll oberflächlich und einfach sein. Was ich mir aber für sie wünsche, ist die Freude, der Stolz und die Zufriedenheit, durch hartes Arbeiten etwas Fantastisches erreicht zu haben. Und diese beglückende Art von Freude stellt sich dann bei den meisten auch tatsächlich ein. People mean by fun is diversion. It should be diverting. It should be shallow and easy. And what I want them to get is the eventual pleasure, pride and satisfaction of working hard for something and achieving it. That's far more important. Um beim Tanzen etwas zu erreichen, ist die Stille beim Arbeiten von größter Wichtigkeit. So you're listening, listening, listening. That's what you have to get the people you work with to do. That's why the silence is essential. So then listen. The same with the class. You get people, even after a week, they haven't started to listen. So when you say go down here to do the exercise, they're doing this. Yeah, to watch. And immediately the whole body is distorted. They're not doing the exercise, they're doing it wrong. Etwas für unmöglich Gehaltenes geschafft zu haben, stärkt ungemein das Selbstwertgefühl und verändert auch das bisher gehabte Selbstbild. Royston Muldoon weiß um die Schwierigkeiten der Jugendlichen, sich aus ihrer altvertrauten, aber nun überholten Position herauszubegeben. Young people will try to pull you into the place where they feel safest. Die jungen Leute versuchen, dich in der Regel in die Position zu bringen, die ihnen vertraut ist, und schaffen damit eine Situation, in der sie sich sicher fühlen können. So sind sie zum Beispiel daran gewöhnt zu sagen, das kann ich nicht, weil sie gelernt haben, dass sie dumm und unfähig sind. Kinder sind dann vielleicht von Sozialarbeitern oder Erziehern umgeben, die sich alle mit ihren Problemen beschäftigen. Und so wenig sie es mögen, so sicher fühlen sie sich aber in dieser Rolle. Das ist ihre Identität, auch wenn es eine falsche ist. Sie versuchen dann, dich in ihr kleines Netzwerk einzubinden, um in ihrer falschen Identität bestätigt zu werden. Und da ist es ausgesprochen wichtig, dich nicht in diese Rolle hineindrängen zu lassen, sondern sie ganz im Gegenteil auf deine Ebene zu holen. The vision they have of themselves. And it's very important that you stand outside of that and say, no, I refuse to be one of those people. I'm here and actually I intend to bring you to my place.
Und dieser Platz ist dann am Ende der auf der Bühne. Und der Lohn eine mit Applaus bedachte Aufführung.